Ich kämpfe hauptsächlich nur gegen Apathie. Ich habe in letzter Zeit sehr viel für meine Academy geworben, ja, für die Authentic German Learning Academy. Wenn du daran interessiert bist, joingermanclub.com. Und mir ist etwas sehr Interessantes aufgefallen. Ja? Ein paar von euch, ja, recht viele von euch, haben diese Chance genutzt und sind jetzt auch dabei. Und ein paar von euch, ja, haben vielleicht nicht wirklich darauf reagiert. Und ein paar von euch konnten die Möglichkeit einfach nicht nutzen, weil ihr unter dem Mindestlohn lebt. Also ihr verdient weniger als den Mindestlohn oder ihr kommt aus einem armen Land und so weiter. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Und mir ist dabei Folgendes aufgefallen, ja, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe von wegen, Marco, ich finde es toll, was du machst. Und die Akademie ist bestimmt sehr toll, aber ich verdiene nur 50 Euro im Monat oder ich verdiene nur 400 Euro im Monat oder was auch immer, ne? Und das ist einfach nicht drin, ja? Kann ich verstehen, ja? Und dann ist mir aufgefallen, so, eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig, dass diese Leute die Akademie kaufen. Ja, das scheint eigentlich sehr paradox oder das scheint eigentlich sehr heretisch. Heretisch ist nicht das richtige Wort. Radical? Ja, sehr, sehr konträr zu dem, was ich vielleicht sonst sage oder wie ich vielleicht wirke. Ja, wenn ich sage, hey, hier ist die Akademie, kauf sie, ja, es wird dir helfen. Aber mir ist aufgefallen, was mir eigentlich am wichtigsten ist, was ich eigentlich hauptsächlich erreichen möchte, ist, dass ihr etwas tut. Ja? Okay, du kannst dir die Akademie nicht leisten. Gut, kein Problem. Ja? Aber tu etwas. Nutze die Zeit, die du hast. Ja? Wenn du kein Geld hast, hast du Zeit. Und wenn du keine Zeit hast, dann hast du meistens Geld. Nicht immer. Also, aber manchmal ist das so, ja, dass man, wenn man keine Zeit hat, dann hat man zumindest Geld und dann kann man Zeit sparen. Oder man hat kein Geld und dann hat man vielleicht Zeit. Es sei denn, man muss ganz viel arbeiten. Das ist natürlich auch doof. Aber der Punkt ist, was ich hauptsächlich erreichen möchte, ist, dass die Leute etwas tun. Ja? Und das etwas tun kann sein, dass sie sich einschreiben in der Akademie und dass sie die Kurse machen und dass sie so sehr effektiv Deutsch lernen. Nicht apathisch zu sein, etwas zu tun, kann aber auch heißen, dass die Leute sich sagen, okay, ich möchte jetzt ernsthaft Deutsch lernen und ich investiere jetzt auch eine halbe Stunde pro Tag oder eine Stunde pro Tag. Und das, denke ich, ist mir eigentlich viel wichtiger. Ja? Also wenn mir jemand schreibt, Marco, ich kann mir das leider nicht leisten oder Marco, ich möchte es mir nicht leisten oder Marco, irgendeinen anderen Grund, dann freue ich mich trotzdem total. Ich freue mich richtig doll, wenn die Person mir erzählt, wie viel sie lernt und wie viel sie erreicht hat und so weiter. Das ist etwas, was mich, ich meine, ich freue mich jedes Mal natürlich, wenn ich jemanden dazu überreden konnte, diese Chance zu nutzen und auch, weil ich weiß, dass Authentic German Learning dadurch besser wachsen kann, wenn ich mehr Kunden habe. Und deswegen freue ich mich natürlich jedes Mal, wenn ich einen neuen Kunden habe, weil ich weiß, dass es dem Kunden hilft und ich weiß, dass es mir hilft in Authentic German Learning und so. Aber ich freue mich fast noch mehr, wenn ich weiß, dass ich jemanden inspirieren konnte, etwas zu verändern oder etwas zu tun.
Ja, wenn ich jemandem helfen konnte, mehr Deutsch zu lernen oder mehr im eigenen Leben zu verändern, zu verbessern. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Und wenn du das tust, dann machst du mich glücklich. Also wenn ich diese Präferenz mal äußern darf, dann machst du mich glücklich. Aber was natürlich wichtiger ist, dass du dich glücklich machst. Ja? Aber es freut mich. Das freut mich, wenn meine Worte, wenn mein Überreden, wenn mein meine Worte, meine Texte und so weiter, wenn das Leute inspiriert zu handeln. Okay? Deswegen habe ich mir überlegt, hey, eigentlich ist mir nur wichtig, gegen Apathie zu kämpfen. Eigentlich auch von Anfang an, ja, Authentic German Learning. Lerne Deutsch, indem du inspirierende Deutschlernmaterialien konsumierst. Das ist doch alles gegen Apathie. Das ist doch alles dazu da, Leute zu inspirieren. Egal wie und egal zu was. Ja, manchmal inspiriere ich dich, vielleicht mehr Deutsch zu lernen. An einem Tag inspiriere ich dich vielleicht, deine Finanzen besser zu organisieren oder deine Zeit besser zu planen oder deine Zeit effektiver zu nutzen. Ja? Hauptsache, ich inspiriere dich irgendwie. Ja? Und ich meine, Authentic German Learning gibt es auch schon seit 2015, ja? Seit über 2 Jahren. Und während dieses Prozesses habe ich mich auch selber immer mehr inspiriert, mehr zu tun. Ja? Weil ich nämlich sozusagen ein Sabbatjahr hatte. Ja, ich habe ein Jahr freigenommen, um zu überlegen, okay, was möchte ich gerne machen, was ist mein Ziel. Und ich bin sozusagen mit Authentic German Learning selber aus der Apathie herausgekommen und komme auch heute noch immer mehr aus der Apathie raus, sozusagen. Ich mache immer mehr, ich bin immer effektiver und leiste immer mehr und mache immer mehr Dinge. Manchmal bin ich auch sehr apathisch, ja, manchmal bin ich auch sehr faul, aber dann raffe ich mich wieder auf, ich überwinde meinen inneren Schweinehund, um andere zu inspirieren, auch ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Okay? Und ja, ich hoffe, du fandest dieses Video hilfreich. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, zu handeln, etwas zu tun. Und falls du der Akademie beitreten möchtest, ja, habe schon gesagt, joingermanclub.com. Wenn du meine E-Mails bekommen möchtest, ja, das ist auch noch so ein Tipp, ja, wenn du etwas von mir haben möchtest, was vollkommen frei verfügbar ist, wofür du erstmal nichts zahlen musst, ja, dann schreibe dich doch ein, authenticgermanlearning.com/free. Ja, und dann bekommst du meine E-Mails. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später.